Und hier ist dieser, ja, sag ich jetzt mal, eine Art Taubenkäfig, Taubenschlag. Schauen wir mal. Natürlich wieder ein Auftragsantrag mit Sicherheit, was elendig weit weg ist. Anfang einer Verschwörung. Gerolamo? Riario? Der Herr von Forli scheint etwas zu planen. Eine Gruppe seiner Männer brach in den Palazzo Pitti ein. Er mordete mehrere der Bewohner und stahl dabei eine seltene Karte. Die Karte mag verloren sein, aber dafür werden sie bezahlen. Tötet sie, ohne gesehen zu werden. Joa. Die drei Ziele töten, ohne entdeckt zu werden. Das ist die besondere Herausforderung hier. Und, ja, die zwei Ziele hier, die sind ja schon fast hier in der Nähe. Da ist das. Da ist ja zumindest... Da ist das Ziel. Wir haben ja auch ein paar Wurfmesser. Ich glaube, die Wurfmesser sind immer... Ich habe mit denen schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Wurfmesser. Am schlauesten ist es immer wirklich... die Pistole zu nutzen, weil die Wurfmesser, die machen die Leute meistens nicht komplett kalt. Und in dem Zeitraum entdecken sie einen und dann war es das schon wieder. So, da ist unser Ziel. Ich meine, wir können jetzt einfach hier so auf den Schießknopf drücken. Kabumm, da ist er weg vom Fenster. Lasst mich doch in Frieden, ey. Also ich wurde zwar jetzt entdeckt, aber nicht von den Leuten wahrscheinlich. Das ist nämlich... Da gibt es noch einen feinen Unterschied. Die Wachen, die, denen stört das hier gar nicht. So, dann werden wir mal schnell den fertig machen hier. Oh, da kommen wieder weitere. Das ist halt, wenn man ins Bienennest reinpiekst, ne, dann geht's ab hier. Ich versuche nochmal ein paar Leute hier anzuheuern. Vielleicht... haben wir dann weniger Probleme. So, ich rüste mal wieder vorsichtig aus. Der ist ein bisschen bewacht, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob das der jetzt ist. Nein, das ist... So, ich frage mich, wie ich jetzt an den rankomme. Der markiert den aber auch nicht. Jetzt. Oh, shit. Oh, nein. Ich hätte gedacht, ich hätte... Ah. Da habe ich den aus Versehen hinten kalt gemacht. Aber ey, das sah jetzt echt so aus, als ob ich dazwischen geschossen habe. Ach, noch einmal. Ja, das ist halt das Blöde, ne? Wenn die, die getötet werden, entdeckt oder ja, den Assassinen entdecken, dann geht es wieder von vorne los. Aber die anderen ist wahrscheinlich nicht so schlimm mehr. Also wahrscheinlich schlauer gewesen... wenn wir einfach mit einer Klinge an den rangekommen wären, schnell kalt gemacht hätten und das war's dann wieder. Aber na gut, viele Wege führen nach Rom und ja, wir wissen das ja. So, probieren wir es nochmal aus. Das hier war ja ganz nett hier mit dem Schießen. Vielleicht mal ein bisschen mit weniger Aufmerksamkeit, aber es geht halt so schlecht. Das Ding ist halt ziemlich laut. Ja, dann sind die so ein bisschen pissig wieder. Ich versuche die mal so ein bisschen hier jetzt einzukaufen. So, dann tun die so ein bisschen so beschäftigen und töten. Das ist vielleicht auch so ganz clever. Aber die kommen trotzdem zu mir. Die Lackaffen. Vielleicht sollte ich mal Söldner holen. So. Kämpf gegen die. Die kommen hier hinterher, ey. Mach doch mal was. Komm, Power Ranger hier. Zack, zack, zack. Und ich hier ein bisschen versuche, das Ziel jetzt klar zu machen. Assassine gesichtet! Forli ist nicht mehr sicher! Naja, komm. Nach Hause und schützt eure Familien. Du nicht so überdramatisieren. Au, jetzt. Au, shit. Ezio darf keine Zivilisten töten. Ja, warum bist du vor meinem Lauf gewesen, du alter Frosch? Wolltest Geld haben und jetzt hast du den Tod bekommen. Selber schuld. Selber schuld. So. Wir müssen ihn töten. Oh. Geile Scheiße. 2 von 3. Wir haben fast die ganze Stadt hier im Krieg reingestürzt, aber das macht nichts. So muss das sein. So muss das einfach sein. Erst dann ist es richtig.
So, wir heuern die auch mal an, vorsichtshalber, falls es Stress gibt. So, da haben wir schon den nächsten Kandidaten, den wir erschießen. Sag tschüss. Und das war der Anfang einer Verschwörung. Ich hab das komplett mit Schießen hier gemacht.